Gut, und jetzt reden wir von den brushless Motoren. Die sind diese Motoren ohne Kontakte. Bei den anderen hatten wir schon gesehen, das Timing wird mechanisch gemacht und es hat einige Nachteile. Und jetzt versuchen wir, das elektronisch zu machen und diese Nachteile von den Brushmotoren, also mit Brüsten, mit diesen Verbindungen wegzulassen. Schauen wir, wie würde es gehen. Zuerst, so wie immer, muss ich hier ein bisschen Platz bei mir machen. Dann der Ecke ist es gut. Und dann schauen wir. Das hatten wir schon. So sehen diese Motoren aus. Ups. Entschuldigen, so sehen diese Motoren aus. Und dann haben wir diese Kontakte hier. Das hier ist fest, das dreht sich nicht. Und hier, die Spulen drehen sich. Und deswegen können wir keine direkte Verbindung zu den Spulen haben, sonst würde sich unser Draht verdrehen. Und jetzt überlegen wir, wie könnten wir das machen? Eine direkte Drahtverbindung zu diesen Spulen, ohne dass sie sich drehen. Also, gut wäre, das dreht sich nicht. Und dann haben wir einen direkten Kontakt und das dreht sich. Und das muss nicht ein Elektromagnet sein, das kann ein Permanentmagnet sein. So können wir das Gleiche erreichen ohne diese störenden Kontakte. Nun, hier, dieses Timing, wann schalten wir welche Spule, jetzt müssen wir es elektronisch machen. Schauen wir, wie würde es gehen. So wie gesagt, ups. Der erste Schritt, eine Sekunde. Da störe ich nicht so sehr. Gut, der erste Schritt wäre hier, permanent Magnet zu haben. Und das ist der Rotor, das wird sich drehen. Gut, und dann haben wir den Stator. Die wird direkt mit Verbindungen, mit Drahtverbindungen angebunden, also der darf sich nicht drehen. Und da haben wir in diesem Fall drei Paare von Spulen. Die beide gehören zusammen, die beide gehören zusammen und die beide gehören zusammen. Also wenn wir Strom machen, dann machen wir durch diese Spule und dann geht es durch dieses Kabel, durch diese Spule weiter. Also die zusammen gehören wie ein einziger Magnet. Okay, und wenn wir Strom fließen lassen, dann werden wir hier ein Magnet generieren, entweder Nordpol oder Südpol, je nachdem, wie wir es polarisieren. Schauen wir. Okay. So müssen wir es polarisieren, dass wir den Strom so fließen lassen, dass wir hier einen Südpol generieren. Und dann könnt ihr schauen, hier haben wir einen Nordpol fest, aber er kann sich drehen. Ich meine fest, permanent Magnet, aber er kann sich drehen. Das hier ist fest. Also, das wird dann gezogen von hier und der Südpol wird hier von diesem Nordpol angezogen. Das kann sich nicht drehen, aber das kann sich drehen. Dann wird es sich drehen. In diesem eine Sekunde, da wird dann gezogen und dann dreht sich. Und wenn er an dieser Stelle gekommen ist, dann müssen wir den Strom von diesem Paar von Spulen ausschalten, sonst würde der Motor klack da stehen bleiben. Und das wollen wir nicht. Also, wir schalten den Strom von hier und dann machen wir den Strom bei dem nächsten Paar. Und dann passiert genau das Gleiche. Der Südpol verschwindet von hier. Und erscheint hier. Das erinnert uns an diese Geschichte. Wisst ihr noch, der arme Esel, der hat eine Mohrrübe da vorne und er versucht, die Mohrrübe zu fangen und jedes Mal, wenn er sich bewegt, die Mohrrübe geht ein bisschen vor ihm. Und diese Gemeinheit, das machen wir mit den Elektromagneten. Also, der arme Esel bewegt sich, entsprechen die Magnete. Also, jetzt schauen wir, wie konnten wir es machen. Ich mache wieder Platz. Wo bin ich? Hier. Ups, entschuldigen. Okay, hier störe ich wenig. Okay, so wie gesagt, das hatten wir schon gehabt. Wir generieren hier ein Magnet. Es dreht sich bis an dieser Stelle und schauen Sie, das ist die Spannung, die wir in diese Paar von Spulen haben. Ich mache mich lieber komplett weg. Egal wo ich bin, störe ich. Okay. Gut. Und hier sehen wir haben eine Spannung für diese Paar von Magnete. Die anderen beide sind ausgeschaltet. Wenn diese Magnet diese Stelle erreicht hat, dann schalten wir den Strom von hier
und schalten wir den Strom bei dem nächsten Magnetenpaar. So, und dann haben wir den nächsten Südpol hier, das wird angezogen und das wird von hier angezogen. Und diese lassen wir mit Strom, wie der Magnet diese Stelle erreicht hat. Und dann machen wir genau das gleiche. An dieser Stelle schalten wir wieder die Spannung hier und schalten wir bei dem nächsten Paar von Magneten wieder die Spannung. An dieser Stelle. Und nun, was sollten wir machen? Jetzt könnte man denken, es wiederholt sich der Zyklus. Wir haben alle drei Spulen schon mit Strom gehabt. Plus, schauen Sie, jetzt haben wir den Südpol oben und den Nordpol unten. Also, es kann sich nicht genau wiederholen, es muss invertiert sein. Dieses Mal müssen wir hier einen Nordpol, einen Südpol anschalten und nicht hier. Deswegen benutzen wir in diesem Fall eine negative Spannung. Also, hier schauen Sie, wir machen für diese Paar von Spulen eine negative Spannung und entsprechend haben wir hier den Südpol und hier den Nordpol. Und dann machen wir dasselbe Zyklus. Okay. Und das funktioniert schon ganz gut, bloß es hat ein Problem. Und zwar, wir brauchen eine positive und eine negative Spannung. Das macht die Schaltung viel, viel komplexer. Deswegen, wir können es auch anders machen. Wir haben nur ein Ground und ein Plus. Und wir können den Plus hier schalten und den Ground hier. Und bei der nächsten Runde, wenn wir es anders machen wollen, dann schalten wir hier den Ground und hier den Plus. Also wir brauchen nur eine Spannung und nicht einmal Plus und Minus, sondern es wird einfach so eingespeist und einmal so. Und so wird es gemacht, weil das andere wäre, so wie gesagt, schon zu kompliziert. Gut. Und jetzt überlegen wir, haben nur eine Spule hier im Betrieb. Und das sind zwei andere, die nichts machen. Nun konnten wir überlegen, wie kriegen wir mehr Torque, mehr Drehmoment mit dieser selben Hardware. Wir werden natürlich mehr Strom brauchen, von nichts kommt auch nichts, aber ich denke, jetzt kann ich wieder das sagen, aber wir können mehr Torque, ohne mehr Gewicht zu gewinnen. Und jetzt vielleicht habt ihr eine Idee, überlegt. Könnt ihr es mir danach sagen? Und die Idee ist, hier haben wir nur die Anziehungskraft benutzt. Wir können zwei Spulen benutzen und dann einer zieht und der andere schiebt. Schauen wir. So. Also, wenn der Magnet hier ist, das bleibt ausgeschaltet. Hier machen wir einen Südpol, dann wird das von hier angezogen. Und hier machen wir einen Nordpol und das wird abgestoßen. Und genau das gleiche, das invertierte ist hier unten. Hier haben wir den Festmagnet mit Südpol hier. Dann hier machen wir einen Südpol, dann wird das abstoßen und hier machen wir einen Nordpol, dann wird es ziehen. Also, wir investieren jetzt doppelt so viel Strom, aber dann bekommen wir doppelt so viel Torque, Drehmoment, mit demselben Hardware. Also, der Motor ist nicht schwerer geworden, aber kräftiger. Und das machen wir so. Eine Sekunde. Da. Und jetzt kommt die Frage, welche Spule sollten wir betreiben? Da habt ihr schon gesehen, ich habe gesagt, wir machen Strom, bis das hier angekommen ist. Und dann schalten wir aus und dann schalten wir das nächste. Und da ist ein Timing. Es wird an- und ausgeschaltet zu bestimmten Timing. Und diese Timing wird von der Position von diesen Festmagneten gesteuert. Aber bis jetzt wissen wir nicht, wo diese Festmagneten sind. Also, wie machen wir es? Wir haben einen Hall-Sensor. Und dieser Hall-Sensor, ich mache mich wieder weg. Hier. Ein Hall-Sensor ist ein Magnetsensor. Also jedes Mal, wenn ein Magnet vorbei fliegt, dann sagt er, hier habe ich einen Puls. Entweder positiv bei dem Nordpol oder negativ bei dem Südpol. Und dann kann hier diese Elektronik wissen, der Magnet ist hier vorbei geflogen. Und jetzt könnt ihr mir sagen, wie viele von diesen Sensoren, Hall-Sensoren, würden wir brauchen. Viele werden sagen, wir brauchen drei für jede Spule, aber in Wirklichkeit man will ein bisschen Geld sparen und dann macht man nur eins. Und dann kann man sich fragen, wie macht man es mit nur einem Sensor? Und zwar, eine Sekunde, da haben wir den Sensor, das ist das hier, und wie ihr seht, nur einmal. Hall-Sensor. Okay, ob es sich bewegt. Die Idee ist,
Wir lassen es langsam drehen. Wir Strom kontrollieren die Spulen, so wie gesagt, bis es einmal an den Sensor gefahren ist. Und dann noch eine Runde. Und dann können wir wissen, wie lange dauert es eine Runde. Und dann können wir die Geschwindigkeit langsam hochsteigern. Und es wird gemessen, wo ist es, wann ist es vorbei geflogen und wann kommt es das nächste Mal. Und dann kenne ich die Drehgeschwindigkeit. Und wenn ich die Drehgeschwindigkeit kenne, dann brauche ich nicht ständig viele Sensoren, sondern ich kann es einfach berechnen. Ich weiß, wie lange dauert die ganze. Ich weiß dann, wie lange braucht er pro Grad. Und dann weiß er, wann ist er vorbei geflogen an den Sensor. Und dann kann ich zu jeder Zeit berechnen, wo ist es eigentlich. Theoretisch ein bisschen plus minus kann sein. Und so wird es gesteuert, nur mit einem einzigen Sensor. Etwas Ähnliches machen wir bei dem Verbrennungsmotor, Ottomotor, wisst ihr. Da haben wir auch nur einen Sensor. Und es passiert genau das Gleiche. Wir messen die unterste Stelle, dann messen wir, wann es wieder gekommen ist und dann wissen wir, wie lange die Periode ist. Und wenn wir das kennen, dann können wir zu jeder Zeit Punkt berechnen, wo ist jetzt der Kolbe oder wo ist die Kurbel oder in diesem Fall, wo ist der Permanentmagnet. Das Einzige, das wir brauchen, ist ein relativ genauer Zeitgeber.